Eins und zwei und drei und vier und heute ist Blutmond Flauzi. Blutmond. Hey, wieso kann ich mein Licht nicht mehr ausschalten? Hä? Mit F? Ja, drück ich. Hä? Hast du das kaputt gemacht? Ich hab's doch letzte Aufnahmesession erst geschenkt und jetzt schon kaputt. Ich kann das echt nicht mehr ausmachen. Ach doch. Ach so, wahrscheinlich, weil... Ja? Ach so, weil ich, wenn ich das Gewehr in der Hand habe, mache ich mit F diesen roten Punkt da. Ah, ja gut, das ist, das macht Sinn. So, geht's jetzt los oder geht's jetzt los? Ich glaube schon. Möchtest du mal möchtest du... Oh, da kommt ein Geier! Ih, der spuckt! Ein Spuckgeier! Ich schau mir mal hier den Aufstieg an. Obwohl, hier ist momentan noch keiner. Ich glaube, die kommen woanders, irgendwo her. Meinst du? Irgendwie... Ich hör doch was. Nee, du, das ist Polterabend, feiern die gerade. Hallo? Hallo? Oder von hier? Ich guck mal hier hinten. Wobei, hier ist es so ruhig, also die ist eigentlich hier hinten am lautesten gewesen. Ah doch, da kommt einer. Hier? Kommt denn der hoch? Ja. Oh, da ist so ein Dicken. Wir rennen jetzt Ritze wieder weg. Hä? Hier ist ein Loch im Dach, aber hier ist keiner. Es bleibt spannend, liebe Freunde. Wo kommen sie durch? Klaus ist gut mit dabei. Da ist ein Grüner. Grün! Oh, da kommst du auf dem Dach! Was? Oh nö! Oh, so dicken! Von da hinten kommen die irgendwo her. Hier glaube ich raus. Ah, hier, ja. Okay, das war aber jetzt ein kurzer Ansturm. Flauzi, ich mache hier oben auf dem Dach mal ein Loch, nicht wundern und Vorsicht walten lassen. Ja, okay. Kann ich leider nicht ran, da muss ich mal eben. Ach, der Gegenstand muss repariert werden, ernsthaft? Ist das eine gute Idee, was ich hier vorhabe? Oh oh. Was du da? Oh, dein Schlafsack ist übrigens weg. Du bist ein Held, ey.
Hab wieder ein paar Herrschaften. Die kommen aber nicht wegen mir dadurch. Ich kann jetzt keinen neuen herstellen. Kommt übrigens noch ein Geier. Nein! Gott. Alter. Voll konzentriert alle. Nein, ich bin runtergefallen. Oh, jetzt liegt ein Lootbeutel. Nein, ich komme nicht hoch. Wie komme ich hoch? Aua. Ah. Ich bin durstig. Ah, verdammt, schon wieder Munition, Alter, das gibt's doch nicht. Oh, komm schon. Ja toll, jetzt ist auch noch das Essen verdorben. Wir schlagen uns ganz gut bisher. Mehr oder weniger. Wo sind die denn jetzt alle? Ich habe noch ein Dynamit, was ich loswerden möchte. Ist gerade so die Ruhe vor dem Sturm wieder, habe ich das Gefühl. Ich glaube, das war's, oder? Ne, ich höre ja noch welche. Echt? Ja, hörst du das nicht? Nö. Bei mir kloppen die noch irgendwo. Hier wird's lauter. Hier hinten. Sonst, wenn du hier zu dem, wo die alle durchkamen, hingehst, dann hörst du die vielleicht. Hm. Ich habe keine Ahnung, wo die sich da hinten, wo die sich auch immer sich durchboxen. Hörst du die echt nicht? Ja, doch, jetzt. Okay, wollte schon sagen. Explodiert. Da hinten sind ein paar. Nein! Ah! Oh, das sind sie alle. Toll. Wow. Oh.
nicht hin. Ich weiß jetzt noch nicht wieder, wie ich aufs Dach kommen soll. Ja, musst du da unten sein. Ja, ich stehe hier eigentlich relativ safe noch. Der Gegenstand muss repariert werden. Ist hier in den Keller gelaufen. Ah, okay. Bei dir da oben irgendwas gerade? Nö. Alles ruhig. Ah, ein Dicker. Meine Munition für die MP ist gleich weg. Habe ich da 150 Schuss durchgeballert? Noch ein Grün. Ja, ach du, ich habe ganz viele Grüne. Toll. Habe ich noch die Shotgun und die kann, da kann ich auf Distanz nicht mit kämpfen. Das bringt nichts. Ist das gut, wenn ich hier im Haus rumrenne? Ich glaube nicht. Hallo, hier oben. Ich habe es wieder geschafft, nach oben zu kommen, irgendwie. Und wir sind unterwegs keine Zombies begegnet. Okay. Ich habe sie zwar gehört, als wenn sie neben mir wären, aber sie waren es nicht. Wahrscheinlich waren sie unter mir. Den Rest vom Fest gibt es dann ja wahrscheinlich erst morgen ab 4. Wahrscheinlich buddeln die sich da unten zu dem dicken Schwein durch. Wahrscheinlich. Verstehe ich nur nicht, dass sie sich nach unten buddeln dann. Vor allem, die waren doch schon mal hier oben. Warum kommen die dann nicht nach? Also warum waren das nur ein paar und der Rest ist woanders? Die haben sich... Der Rest sind die dumm.
Aber die haben sich halt beim Durchboxen versehentlich selbst den Weg kaputt gemacht und müssen sich jetzt eine alternative Route suchen. Hab schon mal meinen Schlafsack wieder aufgesammelt. Da ist eine Sau im Käfig. Sich, ob die wo Angst hat. Hast du das jetzt? Nö. Hä? Aber warum? Hast du irgendwas gemacht? Nö. Nix? Nö. Okay, das ist jetzt strange. I don't understand. Na gut, wir haben es gleich geschafft. Merkwürdig. Und sonst so, Flauzi, wie war dein Blumen und so? Bis auf diesen kleinen Zwischenfall. Den wir nebenbei bemerkt sehr souverän überstanden haben. Das stimmt, eigentlich recht entspannt. Ich habe auch immer noch über 100 Health. Also ich glaube wieder, ich glaube, ich habe mich wieder hochgeheilt. Ja, dann. Oh, hier. Oh. Irgendwo was? Da ist noch ein grüner unten. Zwei. Hier sind noch ein paar, nicht mehr viele, aber. Eine Güte, nee. Seid nervig, habe ich euch das schon mal gesagt? Ich versehentlich den Mais verprügelt. Oh nein, der arme Mais, der kann doch da nichts für. Also das kann man jetzt, glaube ich, als architektonisches Wunderwerk verkaufen hier. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ja, dann. Hey, du hast hier Müll hinterlassen. Das despawnt. Ist Natur. Wie würdest du unsere neue Location denn so bewerten, lieber Flauzi? Die alte war besser. Ja, Ja, ich denke, das. beim nächsten Mal weiß ich nicht, ob man die dann nochmal nutzen kann, weil jetzt kommen die, haben die ja so ein paar Löcher da. Ja, die Frage ist, wo wollen wir alternativ hin? Es muss ja irgendeine Location sein, wo wir relativ safe drin sind.
Naja, vielleicht finden wir ja noch was. Ja. Dann können wir ja jetzt gleich mal unser Bauvorhaben weiterführen, was? Erstmal eine schöne Suppe. Machen wir hier erstmal an. So, was habe ich hier gefunden? Ein Stahlforscherkammer Stufe 1. Kannst du den gebrauchen? Unbedingt. Das habe ich mir gedacht. So, die Fackeln haben wir gar nicht gebraucht. Ich die Sachen erstmal wieder zurück. Okay, das war nicht hier, das war hier. Die Nägel hier drin. Die Nägel gehören ins Crafting-Bereich. Entschuldigung. Hier ist sogar noch Zement drin. Bruchsand. Ölschiefer. Warum habe ich das denn alles hier reingepackt? Pflastersteine packe ich auch mal unten rein. Das ist eigentlich ja alles was, was ich bei der Schmiede brauche. So. Forscherkammerteile kommen in unsere Waffenkiste. Unsere Munition geht zur Neige. Flauzi. So, Munition, ja. Ich weiß, ich bin hier gerade noch am checken. Ja, ich habe auch nicht mehr viel. Ja, wir müssen, ich habe ja diese Waffenfabrik dann markiert. Ja. Da finden wir bestimmt reichlich Munition. Da sollten wir vielleicht auch nochmal hin. Ja, das kann man sicherlich in Angriff nehmen. Achso, jetzt kann ich erstmal das Licht hier ausmachen. So. Oh, es stört nicht wirklich eigentlich. Ich lasse es mal an für den Zuschauer, damit er ein bisschen mehr sehen kann. Jo. Ach, was mache ich denn hier? So, dann Schippe. Jetzt haben wir beide gleichzeitig. Was schippst du mein Berg hier? Ja, kann ich dafür, wenn du davor rennst. Davor schmeißt wie so ein Wahnsinniger. Ich hab schon wieder Durst. Der Typ hat immer Durst. Dann wird das hier alles schön ausbetoniert. Dann kommt ein das Betonmischerfahrzeug und gießt das einfach so rein. Also richtig schöne Ortbetonplatte hier. Die schöne Natur einfach weg. Wer soll sich denn dafür noch interessieren? So, eh keiner mehr da. Die Händler? Die ist doch scheißegal. Du hast nicht genug Ausdauer. Willst du nicht noch irgendwelche Bären jagen? Wo du gerade Ausdauer erwähnst. Nee, Hirsche muss ich noch jagen. Ach, Hirsche. Ich will jetzt nicht spielen. Toll, jetzt kommen die bestimmt. Ja. Oh, da hinten ist noch einer. Braucht man eine stärkere Pistole? Piu, piu, piu! Mit deinem Schalldämpfer.
voll in den Schritt geschlagen. Was ist das? Aua! So, da kommt noch eine Schwester. Ich glaube, ich gehe da mal hin. Ich habe auch nicht mehr so viel Munition. Ja, ich gehe sowieso immer lieber in Nahkampf, wenn es nicht gerade anders erforderlich ist. Obwohl, theoretisch kann man ja auch selber Munition herstellen, ne? Ja, es ist allerdings nur sehr, sehr teuer. Ach so, stimmt, da war was. So. Ah, schön. So. Mal kurz wieder die Schaufel reparieren. Hat doch genau gereicht. Ausgezeichnet. Hier ist. Brauchst du Bruchsand? Lautzi? Lautzi? Hallo? Am Moment. Achso, ich dachte, denk, das hat den Router abschmiert. Wenn du dich sagst. Moment, ich bin gerade konzentriert. Ja, was nochmal? Ich hab dich gefragt, ob du Bruchsand brauchst. Ich, wofür? Weiß ich nicht, da liegt Bruchsand in der wo auch unsere Schaufeln drin lagern drin. Deswegen dachte ich, für deine Beete oder sowas vielleicht. Nö, den habe ich wahrscheinlich aus Versehen mal aufgenommen und... Dann nehme ich den mit. Ja, ja. Nö, ich brauche keinen Bruchsand. Okay, dann nehme ich jetzt mal die Zementblöcke mit. Nee, das sind ja keine Zement, das ist ja ein feuchter Betonblock. Was kann man mit denen jetzt machen? Ach, du ahnst es nicht. Ich kann sogar Treppen und alles damit machen. Ja, nice. Invertierter Giebel steil. Invertierter Giebelviertel. Feuchter Beton, ein Achtelblock. Stufenecke. Schräge Innenecke oben. Oh Gott. Ja, kannst du wahrscheinlich direkt ein ganzes Häuschen mitmachen, ne? Ja, wahrscheinlich. Aber ich brauche einfach nur 0815 Betonblock. Wäre cool, wenn ich das noch verschiedene Farben geben kann. Dann könnte man da noch so ein P für Parkplatz draufschreiben. So. Fertig. Mann. Hä? Fertig. Und das müssen wir jetzt hier alles auspflastern. Also wir brauchen sehr, 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 sehr viel Stein. Bin gerade schon dabei, Stein einzuschmelzen. Gib mir gerne alles, was du hast. Ich schmeiße Stein. Könnte natürlich einmal. Moment. Mit meinem schönen Erdbohrer kicken, ob ich mal so einen fetten Steinblock einfach mal wegsensen kann. Ja, ich glaube, das wäre am einfachsten. Da ist ein Hund. Hatte ich doch noch mal diesen einen Betonblock, der in der Nähe von unserem Haus war. Wie viele Skillpunkte habe ich jetzt im Moment eigentlich? 2. Ja. Kann ich die eigentlich noch mal eben vergeben? Habe ich noch irgendwas Schönes? Glücklicher Sammler, suche nach Beute, werde deine Mühe etwas breicher belohnen. Ja, schon eigentlich, findest du bessere Beute. Altstoffsammler. Schraubenschlüssel, Qualitätsstufe 5.
Sammle 60% schneller, erhalte 80% mehr Rohstoffe. Schlösser knacken. Hauptader habe ich komplett fertig. Bergarbeiter. Prügelpeter könnte ich auch weitermachen. Knüppelstufe 5 könnte ich dann herstellen. Jetzt will ich einfach nochmal einen besseren Baseballschläger machen, aber das hat jetzt nicht die oberste Prio. Schrotflinte. Nee, was mache ich denn? So, ich wollte den Revolverhelden noch ein bisschen. Aber ich mache erst den Yachtgewehr fertig. Dafür brauche ich Stufe 10 von Standhaftigkeit. Heieiei. Hey, Jägersmann, was bringt das denn? Achso, wo waren die denn? 40%. 30 Ausdauer ist natürlich auch nice. Hey. Ja, ich glaube, ich gehe erstmal auf Prügelpeter. Stärke Level 10, Donnerbüchsen kann ich noch mal ein bisschen machen. So, habe ich das jetzt mal einfach etwas wieder in Nah- und Fernkampfschaden. Oh, 3 Punkte kostet das. 3 Punkte? Von 8 auf 9. Ja, okay. Das klingt gut. Von 9 auf 10 dann auch nochmal 3 Punkte. 3 Punkte? 3 Punkte. Und 1 Punkte. So, dann jetzt aber hier ein Stein. Boah, legst die nieder. Geht ganz gut mit dem Erdbohrer. Das natürlich jetzt größere Steine sind, so wie den da hinten, das was noch übrig ist, das den kann man natürlich dann sehr gut wegschnetzeln. Muss ich hier schon wieder rüberschwimmen. Wenn Beton nicht so teuer wäre, dann könnte ich hier problemlos eine Brücke rüberbauen. Damit man nicht immer hier durchs Wasser warten muss. So, was macht das Beet? Könnte ich natürlich hier auch nochmal in den Hügel reinbohren. Frage, ob ich dann nur Erde bekomme oder auch Stein. Ja, das geht aber auf jeden Fall hier sehr gut. Perfekt. Kostet nur ein bisschen Benzin. Alle. So. Kommt eine. Oh, für die Zuschauer. Hä? Was ist los? Nix. Was ist denn da los?
Das möchtest du gar nicht wissen, Flauzi. Doch. Sag mal, einsame Männer werden meine Folge lieben. So, schon wieder Benzin alle. Er frisst den ganzen Berg einfach auf. So. Abgesehen davon, dass es hier halt kein Gras wächst, weiß man nicht, dass hier mal ein Hügel stand. Aber diesen Hügel abtragen hatten wir mal eben, ja, ich glaube rund, also ich habe jetzt, seitdem ich von zu Hause losgegangen bin, fast 3000 Steine gesammelt. Ja. Das geht halt mit diesem Erdbohrer echt sehr gut. Ich habe gerade mein letztes Reparaturkit verbraucht. Hier kriege ich nur Erde raus. Komisch eigentlich, wenn ich hier so einen Hügel abtrage, dass ich dann Erde rauskriege. So. Ich brauche halt einen Steinvorkommen. Ja, ein Stein vorkommen. Muss ich mal mit dem Moped irgendwo hinfahren und gucken einfach mal, was ich so abbauen kann. So, jetzt bin ich schon wieder nass. Ist das alles jetzt? So. Lieber Flauzi, was hältst du davon, wenn wir mal einen kurzen Folgenbreak machen? Damit wir das nicht zu lange machen und für den Rest des Tages dann für die nächste Folge verwenden können. Bestimmt. Ja, wenn du das so sagst, dann würde ich sagen, liebe Freunde, bis zur nächsten Folge. Tschüss.